Hallo und willkommen zurück nach dem tollen Cliffhanger zu Brief Edge der nächsten Folge und wir ersetzen das kaputte Steuerrad. I checked the course routed by the captain. There's not enough information, but it seems that he was able to calculate a route through several accelerating stations straight to the core. We can get some energy for a single warp jump there, and let's hope that Normandy survives this. Wir müssen mit der Normandie davonfliegen. Ich habe die Befürchtung, dass es vielleicht gar nicht klappt. Aber wir werden sehen. Weltraumkarte? Wie Weltraumkarte? That's it. Space, here we come. Start the engine. Bitte was? Was? Was zum... Warnung, nachdem du einen Warp schon gemacht hast, kannst du vorübergehend nicht mehr zurückkehren. Ja, aber wir können die Koffer ja sowieso nicht mitnehmen voll. Das heißt, es gibt andere Welten. Aber wir könnten hier was lagern. Jetzt die Frage, was nehmen wir mit? Den Koffer würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Was nehmen wir alles mit? Da, bevor wir jetzt... Oh Gott. Ich hab's gewusst. Wir werden wahrscheinlich irgendwann wieder zurückkehren können. Das ist klar. Die Frage ist jetzt natürlich, was erwartet uns dort? Was können wir denn da... Da ist irgendwas aufgetaucht zum Reparieren. Was erwartet uns in dieser anderen Welt? In diesem anderen Universum? Das heißt, uns steht erstmal ein kleiner Umzug bevor. Das heißt, ich werde jetzt erstmal ein paar Ressourcen mitnehmen, die ich vielleicht bräuchte. Ich würde auf jeden Fall einen Greifer bauen, den wir ja letzte Zeit vergessen haben. Was ist denn da? Wieso ist denn da ein Schraubenschlüssel-Symbol aufgetaucht? Wo kommt der denn her? Habe ich irgendwas vergessen zu scannen? Oh, vielleicht kriegen wir ja dann endlich ein Lagersystem. Also Oh Gott, wie viele Welten? Da waren noch mindestens 3 Welten. Also eine, wo wir jetzt hinfliegen und 2, die noch gesperrt sind. Alter! Oh Gott, da kommt ja noch einiges hin. Ich habe gedacht, wir sind schon fast durch. Wir haben noch gar nichts gesehen vom Spiel. Ach du Heilige. Das wird ja noch lustig. Da werden wir wahrscheinlich so einen kleinen Ladebildschirm haben oder so und dann... Ach du Heiliger. Aber ob es da auch so zerstört ist, so wie hier? Oder ob es da... Oder ob es da... Oder ob es da vielleicht Leben gibt? Werden wir vielleicht auf andere treffen? Oder werden wir für immer alleine bleiben? Was ist denn da zu reparieren? Das war beim letzten Mal aber nicht. Okay, da fliegen wir mal hin. Dann bauen wir uns den Greifer und dann gucken wir mal, was wir mitnehmen aus unserer Heimatbasis. Ich weiß, ja, ihr hättet jetzt gerne gesehen, wo wir hinreisen. Das machen wir auch. Ich würde sogar frei behaupten, dass wir das in der Folge machen. Ich weiß, manchmal kann ich ein Arschloch sein. Ich weiß, was die Cliffhanger angeht. Ich weiß, ich kann ein richtiges Arschloch sein. Hä, was ist das denn? Das war beim letzten Mal aber nicht da. Oder? Nee. Wo kommt das denn her? Oder? Ach, das ist der Typ, der da gesessen hat. Habe ich da was vergessen zu scannen beim letzten Mal? Was habe ich denn da vergessen? Was muss ich denn da scannen? Sag mir nicht die Couch. Oh, ernsthaft? Die Couch muss ich scannen. Schön, dass wir drüber gesprochen haben. Okay. Gut. Gut, ich bin auch mit dem Rücken dazu geflogen, ne? Muss man auch sagen. So, ich tanke nochmal eben schnell Sauerstoff. So. Oh, das wird ja immer besser. Das Spiel wird immer besser. Oh Gott, ich will weiterspielen. Oh Gott, wie geil. Ach ja, das wird wahrscheinlich noch sehr, sehr interessant, auch mit dem Bauen. Wir werden wahrscheinlich auch umziehen irgendwann. Aber gut, dass wir das System mit den Koffern gemacht haben. Schön wäre noch, wenn wir die Ressourcen mit dem Koffer einfach mitnehmen könnten. Für den Umzug. Weil, das wird, glaube ich, echt beschissen. Ich glaube, das wird richtig beschissen, wenn wir umziehen. Obwohl...
Ja gut, ich weiß nicht, ob man später, wenn wir das Auto haben, weil es gibt ja noch ein Auto als Reisemobil, ob wir im Auto noch mehr Platz haben, dann könnte man da ein paar Ressourcen von A nach B fahren. Wahrscheinlich wird das Auto auch schneller sein, wie das Moped hier. Oh, so viele Fragen habe ich. Was wird alles noch passieren und so? Oh Gott, jetzt bin ich sehr, sehr gespannt. Und wir brauchen Treibstoff. Ich muss gleich erstmal Treibstoff bauen. Wir haben noch 11 Liter, sag ich jetzt mal, von 100. Wir sind jetzt auch noch ein paar Mal halt gereist, natürlich, macht Sinn. Und, ja. Puh. 10 Liter, ja, das schaffen wir. Müssen wir nur dran denken. Das machen wir jetzt als erstes, dann bauen wir den Greifer. Und dann gucken wir, was wir mitnehmen, erstmal vorsichtshalber. Oder sollen wir schon was mitnehmen? Weil ich weiß nicht. Vorsichtshalber vielleicht eine Pistole? Eine Piu-Piu? Weil Gegner gibt es ja anscheinend ja auch. Haben wir ja gesehen. Wir haben ja in einer Folge da beim Militärmodul nicht nur, dass wir Gefahren hier zum Beispiel Gefrier gefahren haben, Umweltgefahren, sondern dass wir halt auch Gegner gefahren haben. Ich würde vielleicht eine Piu-Piu-Pistole mitnehmen. Wir haben ja, glaube ich, zwei. Eine war, glaube ich, fast leer. So. Gut. Und dann schauen wir mal, was wir alles mitnehmen. Okay. So. Das heißt also, was brauchen wir als Batterie, brauchen wir für den Greifer? Die nehme ich mir schon mal. Wir haben nur eine Batterie. Ist nicht so schlimm. Was brauchen wir noch? Das habe ich noch im Kopf. Batterie. Veredeltes Metall, Kabel und Aluminium. Veredeltes Metall, Aluminium und Kabel. Da ist Kabel. Den können wir eigentlich auch mitnehmen, den Koffer. Veredeltes Metall und Aluminium. Warte mal, da war doch Aluminium, ne? Da, Aluminium. Und jetzt brauchen wir noch veredeltes Metall. Hatten wir irgendwo reingepackt gehabt, da. So, dann bauen wir doch schon mal den Greifer. Dann haben wir den schon mal. Dann sind wir da schon mal auf der sicheren Seite, dass wir da schon mal alles einigermaßen haben. Wir haben noch eine Schere. Scanner 11. Okay. Bohrer haben wir auch. Gut. Piu-Piu-Pistole. Wo hatten wir die nochmal? Hier. Haltbarkeit 3,30. Komm, wir nehmen die große mit. Die andere lassen wir hier. Ich würde vielleicht ein Medipack mitnehmen, vorsichtshalber. Was zu essen, zu trinken. Vielleicht auch nicht so viel, weil wir ja auch noch quasi... Weißt du, was? Wir essen einfach. Und, aber so viel würde ich gar nicht mitnehmen wollen, weil ich weiß nicht, was wir da finden. Vielleicht finden wir da wieder irgendwas und dann brauchen wir den Platz dafür. Deswegen, würde ich das jetzt erstmal so lassen. Weil wir werden bestimmt Ressourcen da finden. Aber den Koffer würde ich vorsichtshalber einfach mitnehmen. Dann packe ich die Schere einfach hier rein. Du kannst keinen Container mit Gegenständen darin nehmen. Das ist schade. Das wäre echt super praktisch. Aber egal. So, dann würde ich sagen, auf geht's. Dann lass mal den Rest hier. Ach so, nee, Moment. Halt, stopp. Tanken. Tanken, 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 tanken. Wir müssen tanken. Harz. Wir brauchen Harz. Da. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ich weiß gar nicht, wie viel brauchen wir für Treibstoff? Nee, Ressourcen zusammengesetzt, ne? Nee, Quatsch. Gegenstände. Zweimal Metall, zweimal Harz. 1, 2, 1, 2. Obwohl, wir brauchen nur zweimal, glaube ich, ne? Weil zweimal macht fast voll, glaube ich. Hm, vielleicht finden wir ja das Auto dann auch. Oder beziehungsweise den Brief Edge Kern. Komm, nicht nur noch einmal Treibstoff mit. So, dann packen wir das wieder da rein. War das hier? Da. So. Oh, ich bin so aufgeregt. Ich bin so aufgeregt. So, voll machen. Ja, guck an, voll. 99 von 100. Und 100 Haltbarkeit. Das heißt, haben wir gut 3 Stück verbraucht von dem Treibstoff.
Alles weg, dann heißt, wir können jetzt losdüsen. Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Das ist ja unfassbar, dass da noch so viel kommt. Das ist ja... Holy Jesus. Wir haben ja die Spitze des Eisberges ja noch gar nicht erreicht. Das war ja das i-Tüpfelchen des Eisberges. So sagt man. Alter, was da noch kommt? Oh Gott, es sind mindestens noch 3 Welten vor uns, die wir noch zu erkunden haben. Holy shit. Das wären weit über 100 Folgen. Würde ich mal behaupten. Wesentlich weit über. Wir haben ja jetzt schon fast die 50 erreicht, würde ich sogar behaupten. Das wird definitiv mehr wie 100 Folgen. Oh, jetzt kommt wieder das Rauschen. Das brauchen wir ja nicht. War das hier? Ja. Krass. Also, das hat mich jetzt sehr überrascht. Ich habe jetzt echt gedacht, wir düsen jetzt hier ein bisschen rum. So, hier tralala, irgendwas offenbart sich da hinten so. Und dann können wir mit der Normandie so ein bisschen selber davon shutteln. Aber das ist ja eine Reisekarte. Eine Weltraumreisekarte, womit wir dann auswählen können, wo wir hinwollen. Das ist natürlich, ja. Das, puh. Gut. Dann. So, tanken wir erstmal Sauerstoff. Achso, das war der Kamm, ne? Genau. Puh, ja, okay. Gut. Weiter geht's. Nein, bist du wohl, hallo? Hallo, so. Fliege mit der Normandie davon. Gut, dass wir haben zwei Reservekoffer dabei für Ressourcen. Das ist schon mal gut, den einen, den wir ja gefunden haben und den einen jetzt, den wir noch übrig hatten zu Hause. Und wir haben ja noch Lagercontainer in der Normandie. Das heißt, wir haben insgesamt dann 3 große Lagerplätze für Ressourcen. Und da stand ja jetzt auch gerade Warnung, du kommst erstmal nicht zurück. Wahrscheinlich müssen wir die Normandie dann betanken oder so, schätze ich mal. Irgendwie sowas wird kommen. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Puh. Was werden wir dort jetzt sehen und erfahren? Da bin ich jetzt mal gespannt. Hoho. Ich habe ein Schmunzeln auf den Lippen. Unglaublich. Naja. Wer hätte das gedacht, dass das so Ausmaße nimmt, dieses Spiel? Achso, im Übrigen, ich habe das Game wieder für die Leute, die ein bisschen technikbegeistert sind und sich ein bisschen fragen oder so. Ich habe es übrigens wieder auf 30 FPS geschraubt. Damit läuft es ein bisschen stabiler. Weil hier sind ja jetzt nicht so schnelle Bewegungen drin. Braucht man ja auch nicht. So bei Shootern und so, also bei Tschernobyl würde ich jetzt vielleicht sagen, ja, da ist okay. Aber hier bei Reef Edge brauchen wir jetzt keine 60 Bilder, weil hier ist jetzt, wie gesagt, alles langsam und gemütlich und wow. So. Wahrscheinlich sind das so Warpkerne hier. Das ist ja, glaube ich, so ein Warpkern. Kann das sein, dass wir noch weitere Warpkerne dann reparieren müssen, um zu reisen? Oh Gott. Nein, noch mehr reparieren. Verdammt. Aber es ist unfassbar, wie viel Spaß das Spiel macht. Das heißt, wir haben ja auch gleich unser Moped nicht, ne? Nein, wir müssen unser Moped hier stehen lassen. Nein, wie ärgerlich. Mach's gut, Welt. Na dann. Würde ich sagen, Schafskopfsgrab. Trümmer im Orbit. Start. Geht nicht. Ich drücke, es passiert aber nichts. Oder müssen wir dahin? Start. Nee. Ich kann es nicht wählen. Warum kann ich es nicht wählen? Was? Ich kann keinen Start wählen. Was muss ich tun?
jetzt. Oha. Sauerstoffstationen vereinfachen die Weltraumforschung. Ich frage mich, wo ich sie finde. Das lädt ganz schön lange. Ich mache mir Sorgen. Kapitel 4, Babe. Du kannst den Kontrollmodus der Normandie in den Einstellungen ändern. Was? Bitte was? In any case, Normandy won't survive one more acceleration or any flight at all. I suggest we find a place to dock and inspect the shuttle. Ach du Heiliger. By the way, I'd like to note that leaving the shuttle and going into outer space at such a short distance from the core is impossible unless you want to turn into jelly. Ich kann jetzt fliegen? Ne. Das Signal ändert. Fliegst du in Normandie? Team am Leben? Sie töten dich. Tja, was? Ihnen nicht. Du musst Kontrolle übernehmen. Either your interlocutor knows something we don't, or she's an old woman. We don't have enough engine power to activate the weapons. The ship won't hold up long, so take your time. Ja, lassen sich Zeit. Also ich kann nicht schießen, ich hab's jetzt ausprobiert. Na, wie geil ist das denn? Wir können jetzt echt fliegen. Ach du Heiliger, das heißt, die Orte sind noch größer und wir sind... Oh Gott. Aber es ist langsamer, hier mit zu fliegen. Mein Moped war viel schneller. Oben haben wir also Waffenzugriff. Wir haben 250 Leben, würde ich behaupten. Systemfehler oben. Da sind noch einige Anzeigen. Ach du Heiliger. Ach du Kacke. Also eine Andockstation. Das heißt, wir müssen also Andockorte finden, um dort zu stationieren. Garagenmodul Linienschiffs. Vielleicht finden wir dort einige Teile für die Normandie. Oh Gott. Ah, wie cool das gemacht ist. Krass. Da unten ist auf jeden Fall ein Schiff, sehe ich schon. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Das nimmt hier so große Ausmaße, das hätte ich niemals gedacht. Ach du Kacke. Was kommt da denn noch alles auf uns zu? Und jetzt? Ist das hier so ein Andockarm? Andocken. There's a system for accurate docking installed here. That's great. Or perhaps for not so accurate docking. It looks like the engines failed completely now and will never get to the accelerating station. Okay, es sieht so aus, als die Triebwerke aktuell ausgefallen. Was hat er noch gesagt? Oder vielleicht nicht so genaues Andocken. Sieht so aus, als wenn die Triebwerke jetzt komplett ausgefallen sind und wir niemals zum Beschleunigungsstation kommen, zur Beschleunigungsstation kommen werden. Ach du Heiliger. Untersuche die Station. Erstmal den Koffer lagern. So, wir haben zwei große Koffer. Insgesamt drei Lager. Das ist schon mal sehr gut. Wir haben den Unendlich-Schaber. Was? Was? This is not just a garage module, but a surviving diagnostic station. However, it doesn't sound like it's functioning nominally. Was? Okay, gibt's Ressourcen? Hier sind Zigaretten. Ne, Batterie. Oh, Batterie nehme ich mit. Blei? Nahrung? Titan? Alter, wie cool ist das denn bitte? Also damit hätte ich jetzt mal gar nicht... Alter, wie riesig das hier ist. Holy shit. Lass mich raten, Babe ist ein Computersystem. Holy shit. It looks like he was accidentally killed by the diagnostic station. I can't find any other reason for this injury. Oh, ich glaube, ja. Ich trinke mal einen Schluck. Wieso nehme ich eigentlich mal so viel Wasser mit? Ich brauche das alles gar nicht.
Viel wichtiger sind jetzt hier so Ressourcen mitzunehmen, die wir vielleicht bräuchten. This worker apparently saw the death of the previous one and started running away, not thinking where he was running and without a helmet. Ja, ohne Helm ist doof. Ressourcen? Nahrung, okay. Gucken wir gleich da in den Ecken. Jetzt erstmal hier. Holy shit. Was ist das hier? Ein Gravitationsmodul. Raumschiffe haben... Warte mal. Raumschiffe haben keine Schwerkraft, das weiß jeder. Während Wissenschaftler des Instituts für Massenprobleme über Antigravitationsfelder rätseln, sind moderne Raumschiffe mit einer Paläozoischen System von Magneten ausgestattet, die die Schwerkraft simulieren, und alles wird von solch kleinen Geräten gesteuert. Mhm. Okay. The diagnostics panel works, although this part clearly doesn't belong here. Hey, don't touch it. Put it back. What are you doing? Put it back. Twisted a bit more. I think at this rate we'll achieve nothing, because this thing is short-circuiting the diagnostic station's brains. Wir können rausziehen, aber sollen wir das machen? Hier liegt noch eine Batterie. Ich lasse das erstmal drin. Hier ist noch Metall. Ein paar Ressourcen. Ich weiß nicht, ob wir die alle brauchen. Ich habe jetzt ein paar mitgenommen, vorsichtshalber. Ach du Heiliger. Oh Gott, ist die Station riesig. We can't do anything here. We'll have to look for some controls. You better look for the remnants of your dignity, you lousy pajamas. Was? Suchen Sie nach Überresten des Pyjamas? Was? Ein paar Ressourcen lasse ich liegen. Wir werden ja sowieso nochmal hier zurückkommen, weil wir ja unser Schiff hier haben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach du heiliger Strohsack. Ich frage mich, ob ich die Rose hätte ziehen sollen, aber was dann passiert wäre. Vielleicht machen wir das in der nächsten Folge, mal gucken. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oha. Die endlosen Flure. Also Nahrung haben wir hier auf jeden Fall.